ganz herzlich willkommen zu unserem Magazin Nah dran und damit willkommen in der 19. Legislaturperiode des Bayerischen Landtags. Diesmal direkt aus dem Sitzungssaal der Freien Wähler. Unsere Themen heute natürlich die Landtagswahl. Was ist seitdem passiert und wie geht es weiter mit den Freien Wählern und natürlich mit dem gesamten Freistaat. Und darüber rede ich heute mit dem alten und neuen Vorsitzenden der Freie Wähler Landtagsfraktion in Bayern. Schön, dass Sie wieder da sind, Florian Streibel. Schön, dass wir heute wieder zusammenreden können und uns unterhalten. Das denke ich auch. 8. Oktober, da hat Bayern gewählt und die Freien Wähler haben 15,8% der Stimmen erhalten. Super, starkes Ergebnis. Wie haben Sie denn persönlich den Wahlabend erlebt und auch die Tage danach? Ja gut, der Wahlabend ist immer so, oder der ganze Wahltag ist so ein Tag, wo man im Ausnahmezustand ist, weil man macht vorher Wahlkampf und man arbeitet auf diesen Tag hin und dann ist man natürlich schon mächtig gespannt. Also weil, sagen wir, es gehen ja vorher, gibt es noch Umfragen, dann auch parteiintern gibt es Wunschvorstellungen, aber auch Ängste, wo man dann sagt, ja, wie wirkt sich das alles aus, ist man erfolgreich oder nicht. Und am Wahlabend war es dann so, dass man in der ersten Umfrage dann bei 14% lag. Da gab es dann schon einige, wo wir gesagt haben, ein bisschen mehr hätten wir uns schon gewünscht. Da wurde gezittert und ja. Dann war das natürlich spannend, also über den Wahlabend hinweg, so eine richtige Aufholjagd, dass man dann bis zum Endergebnis, dass man dann zweitstärkste Kraft war. Also und das ist dann natürlich schon ein Feuerwerk der Gefühle, das dann da ist und wo man sich dann riesig freut, weil wir hatten zwei Ziele vor Augen. Das eine Ziel war, dass wir auf 15 oder über 15% kommen. Und das zweite Ziel war, dass wir zweitstärkste Kraft im Bayerischen Landtag werden. Denn in der Kommunalpolitik in Bayern sind die Freien Wähler die zweitstärkste Kraft. Und das wollen wir natürlich hier im Haus auch abbilden. Und beide Ziele haben wir erreicht und von so her sind wir da überglücklich. Sie haben es schon angesprochen, Koalitionspartner CSU. Ja. Wie liefen denn da am Anfang die Verhandlungen? Das klang zunächst nicht ganz harmonisch bei Ihnen. Naja gut, sagen wir, im Wahlkampf ist, ja, da kämpft jeder um seine Stärke und da gibt es dann viel Pulverdampf natürlich und mit dem Wahlabend ist dann, steht fest, wer wie positioniert ist und sagen wir, die Wählerinnen und Wähler haben natürlich ein glasklares Votum abgegeben, dass sie diese Koalition weiterhaben wollen. Und das ist natürlich dann eine Verpflichtung und da kommt natürlich dann auch eine gewisse Staatsraison ins Spiel, dass man sagt, naja, also diesen Willen, der ist für uns Verpflichtung und Auftrag und da muss man sich halt wieder zusammenraufen. Und das ist ja das Gute oder Schöne in einer Demokratie, dass man, egal was vorher in einem Wahlkampf war, dass man dann aber miteinander wieder zusammenarbeiten muss. Und dann gibt es halt am Anfang eine Aussprache, also das war dann schon so, dass wir erstmal gegenseitiges ja auch Kräfte messen war, also dass man dann so ein bisschen absteckt, wie weit kann wer wo gehen. Und dann trifft man sich, dann ist es so, ich habe es mal gesagt, so wie in der Paartherapie, dass jeder den anderen sagt, was an anderen eben nicht passt. Da spricht man sich dann mal aus, sehr deutlich und das kann dann auch ein bisschen heftig sein. Und dann sagt man, okay, jetzt packen wir es wieder. Und das ist, glaube ich, auch das, was also die Wählerinnen und Wähler erwarten können von einer professionellen Regierung und Regierungsarbeit, dass man dann aber sagen wir, zum Wohl des Landes dann wieder zusammenarbeitet. Und man darf sich halt auch im Wahlkampf nicht so tiefe Verletzungen gegenseitig zuführen, dass sowas nicht mehr möglich wäre. Also deswegen heißt es da dann, also da muss man Profi sein und ist keine Liebesheirat, aber es ist trotzdem auch mehr wie eine Zweckehe. Vielleicht erleben wir noch die goldene Hochzeit. Mal schauen, ja. Also es ist sowieso vielleicht auch noch eine Sache, es ist das erste Mal in der Geschichte des Freistaats Bayern, dass der Koalitionspartner von der CSU zum zweiten Mal in Folge in der Koalition ist. Bis jetzt hat es ein Koalitionspartner nur immer maximal eine Legislatur überlebt und dann müsste man sich eine Auszeit nehmen und neue Kraft schöpfen, um dann wieder anzutreten. Aber sagen wir, dass man zweimal in Folge also Koalitionspartner ist, das ist ein Novum und das zeigt auch, wie stark eigentlich die Freien Wähler in Bayern sind.
Kommen wir noch mal zur Landtagswahl. Wie werten Sie den Ausgang insgesamt? Ja, insgesamt ist, sagen wir, man sieht, es ist ein starkes bürgerliches Lager da. Eine bürgerliche Mitte, die Gott sei Dank stark ist, mit CSU-unfreien Wählern. Was man sieht, die Grünen, die sind sozusagen auf ihrem Niveau geblieben, sind abgesackt. Also eine altehrwürdige Partei wie die SPD bewegt sich mittlerweile auf FDP-Niveau, wo die Zukunft quasi unsicher ist. Aber was einen schon erschreckt, ist die Stärke der AfD. Und dass die jetzt die stärkste Oppositionsfraktion hier im Bayerischen Landtag ist, das tut weh, das schmerzt, weil die mögen zwar demokratisch gewählt sein, aber es sind mitnichten Demokraten. Und das heißt also für uns hier, man arbeitet unter erschwerten Bedingungen, weil der Konsens, der demokratische Konsens hier im Haus besteht so, wie er früher war, leider nicht mehr. Wo wir gerade dabei sind, die Extremen sind stärker geworden. Was bedeutet das für die Zukunft des Parlaments? Müssen wir uns Sorgen machen? Ja, für die Zukunft des Parlaments, ich hoffe, das Parlament ist stark genug. Also, und die demokratischen Kräfte müssen hier auch den Schulterschluss üben und da auch eine gemeinsame Linie finden und fahren, wie man mit den Rechten hier im Haus dann auch umgeht. Und man muss aber auch schauen, wie geht man untereinander miteinander um und wie stellt man den Wert unserer parlamentarischen Demokratie wieder her und wieder klar, also dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, diese Staatsform, die wir haben, die auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufbaut, das ist die beste Staatsform, die wir haben können. Denn also über 70 Jahre Freiheit, Friede, Wohlstand, in welcher Staatsform hätten wir das? Also und darum muss man auch kämpfen und dann auch immer wieder drum werben. Und deswegen sage ich auch, wir müssen wieder positiv über die Demokratie reden, den Wert der Demokratie, den Wert der Freiheit positiv darstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, das ist was Gutes. Und es sind die anderen Kräfte da, die natürlich das Gegenteil darstellen wollen und auch das Ganze ins Lächerliche ziehen wollen und letztlich auch kaputt machen wollen. Und von so her müssen wir uns schon Sorgen machen. Aber sag mal, wenn wir den gesellschaftlichen Grundkonsens wieder zu bekommen und sagen, wir wollen diesen Freistaat haben, keinen anderen, wir wollen diese Bundesrepublik haben, keine andere, dann glaube ich, dann werden wir da auch stark draus hervorgehen. Kommen wir nochmal zu den Freien Wählern zurück. Bei der konstituierenden Sitzung sind Sie ja einstimmig als Vorsitzender gewählt worden. Chapeau mal wieder, Hut ab und Glückwunsch von meiner Seite, Herr Scheibe. Was waren denn Ihre ersten Amtshandlungen? Naja gut, die erste Amtshandlung war dann im Grund, dass wir dann auch den Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags nominiert haben, Alexander Holt, und den ich dann natürlich dann ganz herzlichst dazu also gratuliert habe, so dass wir hier also sagen wir ein Duo am Anfang haben, mit dem man also starten konnte, also und dann ist natürlich auch die Sache, dass man dann als frisch gekürter Fraktionsvorsitzender natürlich auch mit einsteigt an vorderster Stelle, also in die Koalitionsgespräche. Weil man ja da dann sozusagen von der Landtagsfraktion auch mit einem Mandat versehen ist. Also und das ist die Sache, dass man da dann schaut, dass man möglichst schnell also einen Kontakt mit der CSU herstellt, mit den dortigen Ansprechpartnern, dass man dann einen Termin ausmacht, wann und wo und wie man sich trifft, um dann eben das, die Paartherapie durchzuführen, die erfolgreich war, und dann weiterzumachen. Nochmal Glückwunsch, Ihre Fraktion ist ja deutlich angewachsen. Bis 2018 waren es 17 Abgeordnete, bis zur Landtagswahl 27 und jetzt, tada, 37. Das ist ja der Wahnsinn. Was ändert sich dadurch für Sie und die Fraktion? Naja, sag mal, das, was sich augenfällig ändert, wir sind in einem viel größeren Sitzungssaal, ja. Dass man die ganzen Abgeordneten unterbringt. Es ist natürlich auch etwas, wenn man plötzlich zweitstärkste Fraktion hier im Haus ist, man merkt dann schon, also man ist mit einem anderen Gewicht da. Und sagen wir, auch eine Fraktion mit 37 Abgeordneten ist natürlich auch, man muss sich auch in den Fraktionssitzungen ein bisschen umstrukturieren, weil
Man kann nicht, also bei 37, wenn jeder 5 Minuten redet, dann ist der Tag rum. Also man muss dann auch an neue Strukturen ausprobieren, und es sind auch bei den 37 Abgeordneten 20 neue dabei, die das allererste Mal hier im Haus sind. Also die müssen natürlich auch erst lernen, wie tickt dieses Haus, was sind die Erwartungen, was muss man machen, also wie findet man sich überhaupt zurecht, wo ist welcher Saal, also ist ja auch hier das Haus manchmal etwas verwirrend, also von so her, da gibt es viel, also ja, auch Aufbauarbeit auch wieder, also und meine Erfahrung ist, also jedes Mal, die Fraktion ist eine andere. Und umso größer sie wird, man hat mehr Charaktere, mehr Einzelcharaktere. Also man muss lernen, miteinander umzugehen, und es laufen da halt so, ja, also fast lehrbuchmäßig so wie gruppendynamische Prozesse ab, wo man sagt, naja, man weiß dann so ungefähr, was wann wie kommt. Und damit muss man umgehen, aber es macht irre viel Spaß. Und es macht auch Spaß und freut einen, wenn man jetzt eigentlich mit dieser Stärke hier ist. Jetzt tragen die Freien Wähler Verantwortung für 4 Ministerien, bisher waren es 3. Ganz ehrlich, sind das Ihre Wunschministerien, diese 4? Naja, sagen wir, die 3 Ministerien Wirtschaft, Kultus und Umwelt, das sind unsere Wunschministerien von Anfang an gewesen, also wo man dann auch wirken kann. Das 4. Ministerium, da gab es viele Wünsche. Und da hätte man sich auch viel vorstellen können. Also sagen wir mal, wir hatten mal ins Spiel gebracht, Finanzen hätten wir uns auch vorstellen können und das Innenministerium hätten wir uns auch vorstellen können. Nur sagen wir, man muss sich dann auch mit einem Koalitionspartner einigen. Und von so her war es eigentlich die Sache, dass man ein Ministerium, das, nämlich das Digitalministerium, das so ein bisschen unscheinbar gewirkt hat in den letzten Jahren, aber ein enormes Schlüsselministerium ist. Denn also wir leben in einer Welt, die digitalisiert wird, die immer digitaler wird. Also, und Digitalität ist ja nicht nur, sagen wir, der Laptop und irgendeine Software, sondern es ist ein neues Lebensgefühl. Also die Menschheit tritt da in eine neue Phase ein. Das verändert sich wie damals Buchdruck, Erfindung des Rades, also Feuer. Also da gehört die Digitalisierung mit rein. Also, und deswegen sind wir froh, dass wir dieses Ministerium haben, weil hier können wir ganz an entscheidender Stelle also die Zukunft für Bayern mitgestalten. Ihre Fraktion ist ja auch stark in den Landtagsausschüssen vertreten. Und zwar stellen Sie 3 Vorsitzende und 3 stellvertretende Vorsitzende. Wie wichtig ist denn diese starke Präsenz? Die ist für die parlamentarische Arbeit sehr wichtig. Also, und das ist natürlich, also wir haben 14 Ausschüsse und davon haben wir in 6 Ausschüssen im Grunde, also die mit dem Vorsitz. Das kommt natürlich der Stärke der Fraktion auch zugute und zurecht. Und die Ausschussvorsitzenden haben natürlich sehr viel Einflussmöglichkeiten auf die Tagesordnung, welche Themen werden wann wie behandelt. Und die Ausschussvorsitzenden sind im Grunde eigentlich das parlamentarische Pendant zum Fachminister. Also die können natürlich als Parlament jederzeit Minister zum Gespräch laden, zum Bericht laden. Also da kann man also sehr gut das Zusammenspiel zwischen Regierung und Parlament darstellen. Und von so her ist das also eine Position, die man nicht unterschätzen darf. Also wie gesagt, also man ist quasi fast auf Augenhöhe mit den Ministern, wenn man es staatstheoretisch nimmt, eigentlich etwas höher sogar, weil das Parlament ist ja die Vertretung des Souveräns und das Ministerium ist die Exekutive, die ausführende Gewalt, die Verwaltung halt. Und von so her haben wir hier dann also gerade die Ausschussvorsitzende eine sehr vornehme Aufgabe, nämlich auch die Kontrolle mit der Staatsregierung. Schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft, ja, in die nähere Zukunft. Welche Prioritäten, vielleicht auch ganz konkreten Ziele, haben Sie in den kommenden Monaten? Ja gut, die kommenden Monate sind natürlich von so her herausfordernd, dass man sagt, die Regierung muss sich jetzt konstituieren, ins Arbeiten kommen, genauso wie das Parlament. Aber sagen wir, das eine Thema ist natürlich Digitalisierung, wie ich vorher schon gesagt habe. Und weil wir uns durch die Digitalisierung natürlich Vereinfachungen erhoffen, also gerade im Verwaltungshandeln, also eine Entbürokratisierung, aber auch Vereinfachungen in den ganzen anderen Lebensabläufen, in den Arbeitsabläufen. Und das ist, glaube ich,
etwas, was in den nächsten Monaten stark anlaufen wird. Aber was auch weiter bleibt, ist die ganze Energiefrage. Denn für Bayern als Wirtschaftsstandort, als Innovations- und Technologiestandort ist es wichtig, dass wir eine wettbewerbsfähige Energie haben, Energiepreise haben. Und das ist die Grundlage eigentlich von jeglichem Wohlstand, den wir hier in Bayern haben. Und deswegen wird man da noch genauer draufschauen müssen, da noch stärker handeln müssen. Und sagen wir, wir haben die Wasserstoffstrategie, wo wir den anderen Bundesländern eine Nasenspitze voraus sind. Aber man wird also hier noch stärker in das Ganze einsteigen müssen, um also die Energie für Bayern sicherzustellen. Und es muss auch dann, sagen wir, auch mit, wir werden immer auch Energie importieren müssen. Und da ist auch das Wirtschaftsministerium und Minister Aiwanger auch im Gespräch mit gerade nordafrikanischen Staaten, dass wir da dann Wasserstoff also von dort hierher zu uns leiten und dann also Bayern das Wasserstoffland schlechthin wird. Jetzt haben Sie schon das Thema Energie angesprochen. Schauen wir nochmal auf die kommenden Jahre, also so ein bisschen weiterer Blick. Welche Ziele verfolgen Sie noch? Ja gut, die Ziele ist das, dass wir den Wohlstand in Bayern erhalten, dass wir also auch die Sicherheit also miterhalten, also dass man in Bayern weiterhin also nachts über die Straße gehen kann, ohne dass man sich fürchten muss. Also es ist, glaube ich, schon die Sache, dass wir in einer momentanen Umbruchzeit leben. Und da ist es ganz wichtig, dass die Bürger wissen, dass sie Sicherheiten haben, dass sie nicht nur, sagen wir, die Sicherheit, dass sie nicht Opfer von Verbrechen werden, sondern auch die Sicherheit für die Zukunft, dass sie planen können. Also wenn ich mir eine Wohnung kaufe, kann ich die dann noch abzahlen? Also dass ich, wenn die Kinder in die Schule gehen, welche Lehrpläne haben die? Also dass da keine Verschiebung, nur Verwerfung gibt. Also das ist, glaube ich, die Sache, dass wir hier also Sicherheit schaffen wollen, also auf vielen Ebenen. Und dass diese Sicherheit dann letztlich auch den einzelnen Bürger zur Freiheit ermöglicht, sich in diesen Rahmen dann also auch frei zu entfalten und da seines Glückes Schmied zu sein. Also das ist so das gesellschaftliche Bild, das wir natürlich haben. Und dann sind natürlich auch die Sachen, dass wir sagen, gerade das Thema auch auf der einen Seite Hightech-Standort, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein landwirtschaftlich geprägtes Land, also mit starken Traditionen und Wurzeln, und dass man eben auf der anderen Seite auch unsere Landwirte und Landwirtschaft nicht vergisst. Das ist natürlich immer die Herausforderung, Wolf und Co., die da bedrohen, aber neben denen steht natürlich dann auch, sagen wir, eine Bundeslandwirtschaftsminister, eine Agrarpolitik der EU, wo wir schauen müssen, dass wir und gerade unsere familiär geführten Betriebe, die kleinen Betriebe, dass wir denen eine Zukunft geben, dass wir diese Betriebe erhalten und dass wir da also auch Wege finden, wie die Landwirtschaft und die Landwirte in Bayern weiterhin ihr Auskommen haben, aber nicht nur das, sondern auch das Bild und das Erscheinungsbild von Bayern prägen können. Weil die Landwirte erzeugen nicht nur hochwertige Lebensmittel, sondern prägen auch das Landschaftsbild von Bayern. Wenn die Almbauern die Almen nicht mehr pflegen würden, würde es da oben plötzlich ganz anders ausschauen. Und das andere ist natürlich, die Landwirtschaft sind auch Träger des Ehrenamtes, also weil die meisten Landwirte und landwirtschaftliche Familien in vielen Vereinen tätig sind, angefangen bei der Freiwilligen Feuerwehr bis also zum katholischen Burschenverein, die auch, sagen wir, die Tradition in unserem Land, die wichtig sind, also auch hochhalten. Und das ist, glaube ich, das, was Bayern so besonders macht. Auf der einen Seite sind wir der innovative Hightech-Standort, also das Silicon Valley Deutschlands und Europas. Und auf der anderen Seite eine ganz feste, tiefe Verwurzelung in der Tradition. Und das zeigt, dass das Ganze kein Gegenteil sein muss, sondern dass das Hand in Hand geht. Und das macht Bayern liebenswert. Und dieses liebenswerte Land wollen wir natürlich erhalten und auch an die nächste Generation so weitergeben. Das sind gute Ziele. Jetzt schlage ich mal eine Zeitung für Sie auf aus dem Jahr 2028. Welche Schlagzeile zu den Freien Wählern können wir da lesen? Freie Wähler, wieder zweitstärkste Kraft im Bayerischen Landtag. Ein Erfolg für die bürgerliche, liberale Mitte in Bayern. Demokratie lebt, Demokratie ist stark. So in diese Richtung würde ich mir das vorstellen. Super Schlusswort, hätte ich mir nicht besser ausdenken können, Herr Streibel. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuschauen.